Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Ja, in der letzten Folge haben wir uns etwas duelliert, haben einen neuen Zauber gelernt von der Professorin, die gerade nicht mehr... Doch, da hinten steht sie noch. Und müssen jetzt wieder zu Professor Fig zurück. Was haben Sie jetzt vor? Ich habe eigentlich vor, runterzugehen, aber ich habe die Treppe verpasst. Ich glaube, da hinten, ja doch, da hinten wäre auch noch eine Treppe gewesen, aber egal. Wir gehen jetzt einfach mal hier durch. So. Schauen wir mal, jetzt muss ich nach links. Ach, jetzt wollte ich gerade sagen, da ist sogar was für den Incendio-Zauber, aber das ist natürlich Quatsch, das ist ja vom Flohnetzwerk. Aber das wäre cool, wenn das da drin stehen würde, welchen Zauber man benutzen müsste. Aber ich denke mal, so einfach wollen sie es einen dann doch nicht machen. So, irgendwo hier um die Ecke müsste es jetzt sein. Ah ja, das ist schon der Unterrichtsraum. Da hatte ich auch schon nachgeguckt. Da kann ich normalerweise nichts Neues mehr holen. Ah, da sind Sie ja. Hallo, Sir. Es freut Sie sicher, dass ich mit Professor Hackett meine Verteidigungszauber geübt habe. Ja, sie sagte, dass Sie Ihren neuen Zauberstab sehr gut im Griff haben. Sie müssen weiter mit ihr und den anderen Professoren an Ihren Fähigkeiten arbeiten. Dennoch möchte ich unseren Besuch in der Bibliothek nicht weiter verschieben. Nun, fahren wir fort? Fig! Es gibt Arbeit. Los! Professor Black, ich habe Sprechstunde. Das muss warten auf unbestimmte Zeit, wie Ihre Schülerin. Ich hätte gedacht, dass Sie nach all dem Ärger wegen Osric gerne Wiedergutmachung leisten wollen. Mein Büro, 5 Minuten. Der Mann ist ein Ärgernis. Leider muss unser Ausflug in die verbotene Abteilung noch ein bisschen warten. Aber Professor... Wir haben keine Wahl. Es wäre unklug, unseren illustren Schulleiter weiter zu provozieren. Ich suche sie auf, wenn ich das hinter mir habe, was ich ertragen muss. Oje, oje. Warum soll ich jetzt mit Sebastian sprechen? Okay. Da muss ich doch wieder den ganzen Weg zurücklaufen. Da hätte ich doch direkt da bleiben können. Mann. Von da kam ich doch. Sebastian hat doch die verbotene Abteilung erwähnt. Vielleicht hat er ja eine Idee. Ah, okay. Zumindest wird jetzt ein Schuh draus. Jetzt kann man... wir sollten runtergehen. Jetzt kann man zumindest verstehen, warum wir uns jetzt zu ihm bewegen sollen. Aber ich finde das schon sehr, sehr geil gemacht. Ich meine, bei Harry Potter war es ja so die Rivalitäten zwischen den Häusern und so, ne? Also speziell natürlich Gryffindor und Slytherin. Aber hier ist zumindest im Moment alles noch so... Es ist egal, welches Haus man ist. Es ist egal, welches Haus man ist. Ja, tolles Deutsch. ja, man arbeitet eben auch mit den anderen zusammen. Und das finde ich richtig, richtig gut. Weil egal, von welcher Herkunft wir sind oder was wir für Vorfahren haben oder weiß ich nicht was, man sollte immer, ja, ich sag mal, die Person über allen stellen und nicht irgendwelche Sachen, für die derjenige nichts kann. Sebastian, da bist du. Ich hatte gehofft, dich zu sehen. Nach dem Trollangriff sah ich in den 3 Besen die Konfrontation mit Rookwood und Harlow. Victor Rookwood interessiert sich nicht für viele Schüler. Was hat es damit auf sich? Ja, wenn ich das wüsste. Er arbeitet wohl mit Renrock zusammen. Und der will was, das ich bei Gringotts gefunden habe. Renrock? Wann warst du denn bei Gringotts? Professor Fig und ich landeten dort nach dem Drachenangriff. Ziemlich gute Geschichte. Fig und der Portschlüssel... Ein Portschlüssel? Nach Gringotts? Ich verstehe gar nichts. Ich komme auch kaum mit und ich war dabei. Jedenfalls haben wir in einem alten Verlies eine Karte gefunden. Sie führt zur verbotenen Abteilung. Das ist nicht dein Ernst. Oh doch. Professor Fig bestand darauf, dass ich niemandem davon erzähle. Ich habe wahrscheinlich schon zu viel gesagt. Verstehe. Dein Geheimnis ist bei mir sicher, was es auch ist. Danke, Sebastian. Du sagtest, man müsse schlau genug sein, um in der verbotenen Abteilung nicht erwischt zu werden. Das bin ich auch. Triff mich heute Abend vor der Bibliothek und sag's niemandem. Okay. Was, wenn man uns in der verbotenen Abteilung erwischt?
Wir müssten nachsitzen. Lass dir vor allem eins gesagt sein. Meide Peeves, den Poltergeist, unter allen Umständen. Neben der mutwilligen Zerstörung von Schuleigentum ist ihm nichts lieber, als Schüler wie uns zu verpetzen. Muss ich mir Sorgen um die Bibliothekarin machen? Madame Scribner toleriert keine Heimlichkeiten inmitten ihrer wertvollen Bücher. Also solltest du zusehen, dass du ihr aus dem Weg gehst. Sie und ich haben unsere eigene Geschichte, aber ich kann mich gegen sie behaupten. Du vielleicht nicht. Okay. Danke, Sebastian. Bis später dann. Okay, also es ist wohl automatisch jetzt Abend geworden, so wie es aussieht. Das ist recht gut. Da drüben. Das ist die Tür, zu der wir müssen. Und diese lästigen Vertrauensschüler würden uns nur zu gerne bei Scribner verpetzen. Sie dürfen uns also nicht sehen. Verstanden? Ich kann leise sein. Na los. Ein Moment. Es gibt da einen Zauberspruch, den du kennen solltest. Den Desillusionierungszauber. Gut, um an verbotene Orte zu kommen. Sprich ihn und du wirst als kaum mehr als ein Lichtspiel erscheinen. Jedenfalls, solange du auf Abstand bleibst und still bist. Du meinst, ich kann mich wirklich unsichtbar machen? So in etwa. Ist nicht so narrensicher wie ein Tarnumhang, aber die sind teuer und Zaubersprüche, die sind gratis. Probier ihn doch mal. Gegen Tarnumhang hätte ich jetzt auch nichts. Also, wir fangen oben an, ne? Okay, das war... Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, wieder außer der hier, glaube ich, ne? Ja. Ich denke mal, Reparo brauchen wir wahrscheinlich jetzt nicht. Accio könnte vielleicht sein. Ich weiß nicht, ob wir uns duellieren müssen, deswegen mache ich das mal für Reparo. Incendio kann nämlich sein, dass wir den brauchen. So, um in verbotenen Bereichen nicht entdeckt zu werden. Die Frage ist, muss ich den nach einer gewissen Zeit wieder erneuern? Das wäre... Moment, hinter mir ist was Rotes. Revelio. Ich werde leiser sein als ein Jobbernoll. Boah. Nahe Gegner spüren und untersuchen. Verdächtiges Verhalten. Wenn du von Autoritätspersonen gefangen wirst, hast du im Auftrag versagt. Wenn die mich jetzt nicht aufhalten... Wenn ich sie sehe, dann können das die Vertrauensschüler ebenfalls. Vorsicht! Wir müssen auf jeden Fall da hinten durch. Die Frage ist nur... Ich soll ja eigentlich weit weg sein, ne? Mist, die Bibliothekarin ist noch da. Schnell, hinters Regal. Ich weiß noch nicht, wo ich hin muss. Hä? Ich soll auf jeden Fall mit ihm sprechen. Wo will er jetzt hin? Rechts oder links? Hier, glaube ich, oder? Mist. Sollte die Bibliothekarin nicht längst weg sein? Ich sagte normalerweise, aber das macht nichts. Siehst du ihren Tisch hinter mir? Der Schlüssel ist in der Schublade des Schreibtischs. Also, folgender Plan. Ich locke sie mit einer Ablenkung weg. Du schnappst dir den Schlüssel. Ich treffe dich dann vor der verbotenen Abteilung. Du lenkst ab, ich hol den Schlüssel. Verstanden? Ich sagte ja, ich bring dich rein. Und ich halte mein Wort. Vertrau mir. So, dann lenk mal ab. Der soll ablenken. Ist da jemand? Sind Sie das, Peeves? Oh. Aber sie geht weg, okay. Hallo? Hallo?
Warum kann ich das nicht öffnen? Incendio. Oh, das ist doch doof. Rebellion. Ah ja, dann hätte ich es wahrscheinlich doch so machen müssen. Probieren wir nochmal. Professor Black, dürfte ich ein Zaubertrankverbot in der Bibliothek vorschlagen? Jemand hat sich in die verbotene Abteilung geschlichen und Cressida Blume scheint die Bibliothek als ihre persönliche Arena zu betrachten, in der sie ihre neuesten Beschwörungsformeln übt. Das ist äußerst störend. Man könnte Peeves im Vergleich zu solchen Posen als zahm bezeichnen. Der Schlüssel. Hier ist er. Okay, die Frage ist, wo ist er jetzt? Ich dachte, er wollte sie ablenken. Mega Powertrank, okay. Das war doch gar nicht so schwer. Jetzt muss ich nur das Buch finden. Wer macht jetzt das Schloss auf? Oh, ich selber, okay. Ach so, ja klar, wir haben ja den Schlüssel. Klar. Okay, welches Buch wird es denn sein? Wir müssen runter, nehme ich an. Nee, Moment, da ist auch noch. Ach, das ist verzaubert und sieht nur nützlich aus. Hat mich zweimal getäuscht. Beurteile ein Buch nie nach seinem Einband. Ich gehe aber mal stark davon aus, dass wir runter müssen. Nutze den Basiszauber, während du dich versteckst, um Autoritätspersonen und Gegner dorthin zu locken, wohin du sie haben möchtest. Okay. Mit LT, also links 2, kann ich präzise anvisieren. Die Frage ist... Geist, sei vorsichtig. Die Frage ist nur, sieht er mich da nicht trotzdem, ne? Oder sie? Aber offenbar nicht. Okay. Oh, Moment, die geht aber selber. Die sieht mich nicht, die sieht mich nicht, die sieht mich nicht, die sieht mich nicht. Die Luft ist jetzt rein. Wir müssen nicht mehr herumschleichen. Das ist mir egal. Also, wonach suchst du eigentlich? Ich suche ein Heilmittel für meine Zwillingsschwester Anne, damit sie zurück nach Hogwarts kann. Weil bei Merlin alle anderen aufgegeben haben. Warum glaubst du, dass du in der verbotenen Abteilung ein Heilmittel findest? Hat die Schulheilerin nichts, das Anne helfen kann? Nein, wir haben alles probiert, von Schwester Blaney bis zum St. Mungo. Revelio. Aber ich kann alleine suchen. Mach dir keine Gedanken. Konzentrieren wir uns auf das. Entschuldigung, ich dachte, du redest dann weiter. Verzauberte Bücher. Am besten meidet man diese Bücher, sofern dies möglich ist. Nicht so sehr wegen ihrer Tendenz, aus den Händen ihrer Leser zu fliegen, sondern weil der Inhalt fantastisches Geschwafel ohne jeglichen pädagogischen Wert ist. Okay. Und das wäre was, genau? Das finde ich noch heraus. Gib dich nicht so geheimnisvoll. Okay, wir haben auf jeden Fall noch eine Truhe. Da müssen wir noch hin. Ach, das ist wieder so eine... Oh, ich dachte gerade schon, hier ist irgendwas. Das war nur die Truhe. Okay. Einfach mal nebenbei mit rumspielen. Das Händchen. Wie geil. Hm.
Was war das? Leviosa. Hallo? So. Okay. Revelio. Das ist klar. Ich weiß ja nicht, was passiert, wenn man die alle einmal angeklickt hat oder so. Wirbellila, okay. Ach, jetzt habe ich doch Repar. Wir haben wir hier. Sebastian Cello und seine neue kleine Klette erkunden Orte, an denen sie nicht sein sollten. Ungezogen und bald aufgeflogen. Peeves, wag es. Das verrate ich. Ah, verfluchter Peeves. Ich muss ihn aufhalten oder mir wenigstens eine gute Ausrede überlegen. Kann ich dir vertrauen? Ja, hoffe ich doch. Warte, ich will nicht, dass du meinetwegen Ärger kriegst. Ich habe ein gutes Händchen mit den Lehrkräften, wenn es um Strafen geht. Außerdem, ich mag Freunde, die in meiner Schuld stehen. Jetzt geh. Viel Glück bei der Suche. Na gut, wo ist der verdammte Poltergeist hin? Ich weiß, mit welchem Zauber ich die Rüstung repariere. Ja, ich auch. Ich finde ihn nur gerade nicht. Moment, das ist Lumos. Da, neben. So, dann würde ich sagen, machen wir den mal auf Incendio. Reparo. Nein. Ich gehe nur vorsichtshalber dann doch mal lieber schleichend weiter, weil ich bin mir gerade nicht so sicher. Revelio. Wo wir jetzt hinkommen. Aber normalerweise dürfte hier unten ja nichts sein, ne? Hat er ja gesagt. Da ist eine Truhe. Natürlich. Spuren alter Magie. Dieser Raum verbirgt noch etwas. Ja, möchte ich auch gerne untersuchen, aber ich würde gerne... Da war die Kiste. Ich würde gerne vorher erstmal das hier aus der Kiste nehmen, genau. So. Was ist das? Betritt das Ethenneum. Okay. Achso, Lumos habe ich jetzt nicht. Blau-grüner Schal mit Uhrwerkmotiv. Revelio. Okay, sonst kann ich sie wohl hin? Nichts holen. Ui. Revelio. Ach hier. Levioso. Mädel, flieg da nicht runter. Du stehst da ganz, ganz gemeingefährlich. Hm. Revelio. Ich hätte ja sonst eher gesagt... Ich muss die Rune dort drüben erwecken. Ach, oder mit Feuer vielleicht. Moment, das könnte vielleicht auch sein. Incendio. Revelio. Die trifft die doch gar nicht, oder? Hä? Achso, weil ich nicht gedrückt habe. Ah, nee, ich muss... Ja, ja. Okay. Verstehe. Oh oh. Das war ja klar. Da sind Wachen. Zwei Stück. Protego. Ja.
Okay, sehr gut. Deine Beherrschung der alten Magie nimmt zu, wenn du erfolgreich angreifst oder Schaden nimmst. Was ja das Gegenteil dann wäre. Erfolgreiche Kombos aus 10 oder mehr Treffern erzeugen alte Magieverstärker. Sammle sie auf, um deine alte Magieanzeige zu füllen und einen kleinen Teil Gesundheit wiederherzustellen. Okay. Kann man aber sonst nirgendwo sehen? Ja, RB, LB, das habe ich ja schon mal gemacht. Wenn mindestens eine Leiste deiner alten Magieanzeige voll ist, kannst du verheerende Angriffe entfesseln, die massiven Schaden zufügen und Schildzauber brechen. Ach so, wegen der Ach, das Blaue ist das, glaube ich. Ja, okay, jetzt weiß ich, wo man es sehen kann. Okay. Okay, die Vase scheinen wir jetzt nicht kaputt machen zu müssen. Oh, natürlich. Können wir die rüberholen? Revelio. Accio. Anscheinend nicht. Revelio. Da unten ist das Ding zum Öffnen wahrscheinlich. Die Frage ist nur, wie kommen wir dann dahin? Oh. Okay. Ah. Okay, einfacher als ich dachte. Ja, gut. Cool. Schottisches Gewand mit Pullover. Okay. Da hinten kann man aber auch noch was machen. Sieht aus, als ob ich da was rüberziehen kann, aber anscheinend ist es nicht so. Oh. Wow, okay. Ich hätte vielleicht sprinten sollen. Ist hier links noch irgendwas? Nee. Das muss der Weg sein. Aber wohin? Ja, ich muss geradeaus. Die Frage ist, Truhen oder so? Sehe ich jetzt hier keine? Okay. Nein! Okay. Ich sollte einen kühlen Kopf bewahren. Gut. Das war nicht ganz so wie geplant. Die Frage ist, wenn wir da jetzt nochmal drauf schießen, dann gehen die wieder weg. So, okay, ich verstehe. Deswegen bleiben die anscheinend auch stehen. Okay. Ja gut. Moment, hier ist noch eine Truhe. Robusta Fedora. Da ist auch noch was. Geld. Das sieht mir so nach vielen Gegnern aus, deswegen würde ich jetzt mal sagen, jetzt gehe doch mal... Hä, wieso kann ich nicht in mein Menü reingehen? Da komme ich rein. Können wir so auf die Ausrüstung gehen? Ja, so können wir raufgehen. Na gut, dann müssen wir es halt so machen. Oh ja, das... Erstens sehen die schöner aus und zweitens haben die wesentlich mehr zu bieten hier. Ich befürchte, ja, dass die Brille wesentlich beschissener aussieht. Aber leider... ach so, das sind die Angriffe.
So, die Mütze macht Verteidigung auf 9. Das wäre natürlich auch gut. Ich könnte noch den Hut anziehen. Ich sehe aus wie so ein kleiner Zwerg oder so, keine Ahnung. Das ist ab Level 7. Naja, komm. Also die sieht zumindest ein bisschen besser aus als die andere. Oh Gott, diese Optik, das ist ja richtig schlimm. 10, 12. Ja, dann nehmen wir noch die 12. Aber wir gucken mal kurz, wie die 10 aussieht. Die würde dann so aussehen, so ein bisschen Sherlock Holmes mäßig irgendwie. So, wir nehmen natürlich die 12. Dann haben wir noch einen Schal, der ebenfalls besser ist. Oh ja, doch um einiges besser. Ja, ich sehe jetzt total bescheuert aus, aber ich meine, Hauptsache, es verbessert sich was. Das ist, ja. Kann man irgendwie seine eigene Optik anpassen? Das wäre ehrlich gesagt sehr hilfreich und schön. Oh Gott, ist nicht euer Ernst, oder? Revelio. Die anderen auch? Oh, das wollte ich gar nicht. Da ist ja noch einer. Nein, das will ich doch gar nicht. Hä, wieso geht das nicht mehr? Okay. Aber ich verstehe nicht, warum der sich auflädt, ist in Ordnung, aber warum ich dann zwischendurch dann so gar nichts machen kann. Ein Buch. Revelio. So habe ich nichts, oder? Nicht, dass hier irgendwas getriggert wird.
Sie wollten mich sehen? Schulleiterin Fitzgerald? Professor Rackham? Miss Isidora Morgenock. Willkommen. Professor Rookwood? Professor Bakar? Ich hörte, Sie gewöhnen sich langsam an das Leben in Hogwarts. Das stimmt. Das freut mich, wenn man bedenkt, wie ungewöhnlich es ist, in der 5. Klasse einzusteigen. Wie es der Zufall will, fing auch ich als Fünftklässler in Hogwarts an. Doch wir scheinen Einzelfälle zu sein. Miss Morgenock, gestern nach dem Unterricht befragten Sie mich nach all den wunderschönen Wirbeln, die Sie vor all den Jahren sahen, als wir Ihr Dorf besuchten. Ich habe Sie alle sofort erkannt. Ich kann Ihnen gar nicht genug danken. Wir helfen doch gern. Und ja, ich habe Sie gesehen. Sie waren überall. Mein Vater meinte, ich hätte mir das nur eingebildet, aber Sie wirkten so echt auf mich. Das war keine Einbildung. Percival, Professor Rackham, kann Sie auch sehen. Bisher ist das der einzige bekannte Fall. Ich bin verwirrt, was sind Sie? Geflüsterte Worte oder vielmehr Spuren, die beim Wirken von alter Magie erscheinen. Alte Magie? Kaum jemand ist ihrer mächtig. Hogwarts selbst ist eine Hochburg alter Magie. Wenn ich also Spuren alter Magie sehe, kann ich sie etwa auch beherrschen? Mit der richtigen Anleitung. Aber wir wollen nichts überstürzen, Miss Morgenock. Bevor ich Sie in dieser Magie unterweise, müssen Sie alles andere beherrschen, was Hogwarts bietet. In falschen Händen kann solche Magie großes Leid verursachen. Sie darf nur von Auserwählten genutzt werden. Daher müssen wir Sie bitten, niemandem zu erzählen, was Sie heute erfahren haben. Sebastian? In der verbotenen Abteilung! Schon wieder! Ich dachte, wir hätten diesen Unfug hinter uns! Nachsitzen reicht bei Ihnen offensichtlich nicht. Ich fürchte, ich muss den Schulleiter informieren. Und abgesehen davon teilte mir Peeves mit, dass Sie heute Abend nicht allein waren. Wenn Sie jemand genötigt hat, dann sagen Sie es mir. Sie sind doch klug. Vergeuden Sie das nicht. Da war keiner. Ich kam allein. Oh, Sebastian. Was wird nur Ihr Onkel sagen? Ja. Revelio. Aber scheinbar kann man ihm wirklich vertrauen, so wie es aussieht. Da ist eine Truhe. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt gerade nicht sicher, ob ich mich lieber unsichtbar machen sollte. Ich weiß jetzt nicht. Wir sollen ihm hinterher, denke ich mal. Ist da noch jemand drin? Ja, da sitzt noch jemand. Okay, also es ist wahrscheinlich besser, wenn ich mich hier unsichtbar mache. Die sind aber alle weg. Das heißt, hier ist es wahrscheinlich nicht mehr nötig. Okay. Aber wir sollen nicht zu ihm, sehe ich gerade, sondern wir sollen zum Professor. Und das so spät am Abend. Naja gut, der denkt ja auch eigentlich, dass ich hier gerade nichts mache, ne? Also, dass ich im Schlafen bin oder so. So. Ach, ich dachte, ich habe einen Hund gehört. Das war aber kein Hund, ne? Vielleicht ist es auch Peeves, ich weiß es nicht. Das hier würde mich echt mal... Wahrscheinlich müssen wir da die Vorhänge runterreißen. Das könnte ich mir noch gut vorstellen. Professor, wo sind Sie? Ach so, der ist jetzt oben drin, okay. Jetzt habe ich die ganze Nacht hier verbracht, oder was? Das kann nicht Ihr Ernst sein.
Kobolde und Rookwood? Das ergibt keinen Sinn. Das ist, gelinde gesagt, ziemlich ungewöhnlich. Ungewöhnlich? Es ist unvorstellbar. Fig. Sie haben Besuch. Mal sehen, was ich herausfinde. Tja, Sir, was ich wohl herausfinde. Ich konnte die verbotene Abteilung durchsuchen, als Sie bei Professor Black waren. Es war ein Buch, das wir brauchten. Was? Das... Halt. Sie haben sich Zugang zur verbotenen Abteilung verschafft? Wie das? Ach ja, eigentlich will ich es gar nicht wissen. Naja, eigentlich war das Buch unter der verbotenen Abteilung, wie auf der Karte zu sehen. Ich will alles hören, aber schauen wir erst mal. Oh nein. Einige Seiten scheinen zu fehlen. Jemand muss das Buch vor uns gefunden haben. Nun, ich werde die Überreste dennoch untersuchen. Vielleicht finde ich etwas Nützliches, auch wenn es dauern wird. Ich frage mich, warum es hier war, unter Hogwarts. Ich glaube, ich weiß es, Sir. Ich sah bei dem Buch noch zwei Erinnerungen. Noch ein Denkarium? Bei Godrics Herz. Der Mann, den wir gesehen haben, Percival Rackham, war ein Professor. In der ersten haben er und drei andere Professoren mit alter Magie ein Dorf nach einer Dürre wiederhergestellt. Miriam hatte recht. Und die zweite Erinnerung? Sie sprachen mit einer Schülerin, die im fünften Jahr begonnen hatte, wie ich. Sie konnte auch magische Spuren sehen. Warum diese Erinnerung? Vielleicht erklärt das Buch mehr. Jetzt muss ich es mit nach London nehmen. Der Schulleiter bestand darauf, dass ich direkt mit dem Minister über George Tod spreche. Was werden Sie ihnen über Mr. Osricks Tod sagen? Ich weiß nicht, wie viel ich sagen soll. George wollte das Ministerium von Ranrock überzeugen. Ohne Erfolg. Mein Instinkt sagt mir, wir folgen dem Weg, auf dem wir uns befinden und behalten die Details für uns, bis wir mehr wissen. Verstehe. In der Zwischenzeit sehe ich mich nach den verschwundenen Seiten um. Gut. Vernachlässigen Sie die Schule nicht. Sie machen Fortschritte mit dem Zauberstab. Aber in Kräuterkunde und Zaubertränke sollten Sie gut aufpassen, denn Magie ist mehr als nur Zaubern. Auch ohne Sie wird mir nicht langweilig. Das haben Sie sehr gut gemacht. Ich bin gespannt, was Sie bei meiner Rückkehr erreicht haben werden. Oh, und vernachlässigen Sie Ihre Freunde nicht. Sie werden überrascht sein, wie viel Sie auch von Ihnen lernen können. Ja, das sollte man natürlich nie. Und mit... Sorry, mit dieser wundervollen letzten Einstellung dieses absolut grandios aussehenden Kostüms. Es wird Zeit, deine Duellfähigkeiten zu testen und einen neuen Schulchampion zu finden. Komm zum üblichen Ort für die Finalrunde von Gekreuzte Stäbe. Die Übungspuppe steht weiter zur Verfügung. Okay. Triff mich so bald wie möglich in Lower Hogsfield. Ich möchte mit dir über Rookwood und Harlow sprechen. Und außerhalb des Schlosses wäre das wohl am besten. Okay. Nadja hat dir gerade Eulenpost geschickt. Darin bittet sie dich im Dorf... Bittet sie dich, sie im Dorf Lower Hogsfield zu treffen. Genau. Das nehmen wir doch gerne an. Ist es das hier? Nee, ne? Achso, ich muss erstmal die Weltkarte öffnen. Okay. Dies ist die Weltkarte. Der Großteil der Karte ist zu sehen. Kleine Gemeinden. Das ist das Dorf Lower Hogsfield. Dörfer eröffnen neue Händler, Flohsamen, Nebenaufträge und Sammlerstücke. Okay, Handbuch verlassen. Beim Erkunden verschwindet der Nebel und die Karte wird nach und nach freigelegt. Die Professoren Fig und Weasley möchten, dass ich Ihnen noch einen Verteidigungszauber beibringe. Erledigen Sie bitte meine Aufgaben und kommen Sie anschließend zu mir in mein Klassenzimmer. Okay, oh, Banditenlager sind da auch drin, sehe ich gerade. Kerker, ja gut, Kerker ist was, wo man reingeht, denke ich mal. Vielleicht aber auch mit Gegnern, das wissen wir ja noch nicht.
Dann würde ich sagen, ich guck mal gleich, was wir als nächstes machen, weil ich denke mal, es wäre ganz gut, wenn wir auf jeden Fall die Verteidigungszauber mitnehmen, aber wir müssen natürlich auch mit ihr sprechen. Ich schätze, das ist die Hauptquest, deswegen würde ich erst die anderen Sachen gerne machen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, damit die Folge nicht noch viel länger wird. Irgendwie schaffen wir es nie mal so, auf die 25 Minuten zu kommen. Wir machen hier einen kleinen Cut und sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.